Alter, ist dein Internet einfach weggegangen? Ja, ich bin jetzt gegen ein LAN-Kabel gekommen, weil ich habe ja mein PC jetzt umgestellt. Jetzt wirklich? Ja. Du bist gegen dein LAN-Kabel gekommen? Ja, das ist doch voll locker. LOL! Yo Leute, Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Crafting Pad. Hallo. Hallöchen, wir machen heute eine Get Down Challenge, beziehungsweise eher gesagt ein Battle. Und zwar battlen wir uns gegenseitig. Wir versuchen beide in dem Best of Three, denn es gibt ja immer drei Maps, in denen man runtergetten muss. Ja, wir versuchen einfach dann dabei so gut wie möglich abzuschneiden und wir battlen uns in dem Sinne, dass wir versuchen, mehr Coins zu sammeln als der andere. Das heißt also, je nachdem am besten dann noch runterkommen am Ende, da kriegt man ja auch noch Coins dazu. Wir sehen aber, wie das Ganze gleich abläuft und ja, ich würde sagen, viel Spaß am Video, bis gleich. Okay Leute, es geht direkt los, wir haben uns beide genickt. Ich bin direkt runtergefallen, jetzt, Alter. Ja, schon mal Minuspunkte direkt und jetzt versuchen wir uns hier gegenseitig zu battlen. Hä, man kann doch keine Minuspunkte haben, oder? Doch, doch. Ach, wenn scheiße, du runterfliegst, kriegst du Minuspunkte, Pat. Mensch. Man startet ja mit 100. Das sollte man als Get Down Pro natürlich wissen. Ja, ich habe mich aber nie als Get Down Profi bezeichnet. Doch, sagst du immer offline, also wenn wir nicht aufnehmen, sagst du immer, ja, ich bin der Beste in Get Down auf der Welt. Yo, Beats. Yo, was gibt's? Ich bin der beste Spieler in Get Down auf der Welt. Ach so. Du bist aber mit deinem zweiten Account erster Platz. Ey, wunderbar. Die scheiß Gurke hat meinen Block geklaut. Mann, oh, ich bin voll kacke. Oh, Pat ist kacke. Mann, schon wieder. Und Beats ist das Gegenteil von kacke, denn Beats hat die erste Runde gewonnen mit 630 Punkten, also 630 zu 158, Pat. Das war auf jeden Fall, ja, eine ganz klare Klatsche. Wir fangen jetzt wieder von neu an, also du merkst, wie viele Punkte du hast, ne? Ich habe 630 und du hast 158. Also merk dir, was für Punkte du hattest, ne? Ich merke mir ja, die 630. 150. Und wir fangen jetzt wieder von vorne an. Oh Mann, an, also. Schon wieder so kacke gestartet. Was ist denn los heute? Oh shit. Was ist denn los hier? Wir fangen jetzt wieder von vorne an, das heißt quasi null. Gespannt, nein! Halbes Herz! Wieder, Alter, was ist denn los hier? Ohne Witz, ich habe diese Runde auch ein bisschen verkackt. Oh nein! Boah, ich habe hier gerade 4 Coinblöcke gehabt. Ich habe in der Runde bekommen. Ich habe 50. Ich habe 63. 63. Boah. Und du hattest wie viel? Ich hatte 50. Oh shit, wieder gewonnen, obwohl ich nur 63 Coins hatte. Pat, was denn da los? Junge, ich bin gerade 713. Merk dir wieder, was für eine Zahl du hattest vor der Runde, ne? Ich hatte 713. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ein Herz! Alter, ich bin gleich unten und ich habe nicht einen Coinblock gesammelt. Echt nicht? Nee. Nee, dann lief's jetzt besser bei mir. Ja, je nachdem, wie viel ich unten bekomme. Den bekomme ich auch nicht, ich muss runter. Nein, hab, du Abfucker, Alter! Oh, ich habe trotzdem, ich habe 713 hatte ich. Das heißt, ich habe ich habe jetzt 300 70, 70 dazu, ich habe 100. 300? Ja. Alter, okay, da hast du, ja, okay, da hast du jetzt. Es steht aber 2 zu 1 für mich. Okay, du kannst jetzt ausgleichen in PvP, wenn man das so sehen will. Wahrscheinlich, Digga. Weißt du, wie ich so verkackt habe? Wie? Ich dachte, ich bekomme auf meinen Bogen Unendlichkeit, hab mir noch einen Pfeil gekauft. Ja. Und hab gar keine Unendlichkeit drauf. Oh. Okay, oh. Ich hab den ersten down. Oh shit. Da muss ich aber den Pfeil gut ausnutzen. Oh, da sind welche mit Fuldia enchanted und so, Alter. Ich sehe schon. Das bist du, oh mein Gott. Nein, das bin ich gar nicht. Da ist, einer mit deinem Skin. Ja, ich weiß. Lol, als ob. Der war halt Geschmack. Lol, ich bin down. Laber kein. Ja. Lol. Oh, scheiße, komm her. Wow, nein, das kann das Ende sein. Ja, das ist das Ende. Nein! Es ist das Ende. Okay, Leute, wir spielen jetzt noch eine zweite Runde. Und jetzt wissen wir gar nicht, was für Maps dann kommen. Okay, LSD, oh, Digga. Oh, LSD. War keine Überraschung gut. Eigentlich. Die ist eigentlich das immer ist dabei. Die Favoriten-Map von dem lieben Beats. Von jedem eigentlich. Also das ist auch die einfachste Map, muss man so sagen. Einfach die beste Map. Ohne Witz, die ist übersichtlich. Also ich habe schon richtig... Und ich habe jetzt Regeneration-Pad. Okay, ich kann mit Ankündigung sagen, du willst mich jetzt nicht überholen. Ich habe schon so viele Coinblöcke. Was hast du denn? Schon 20.000? Ich habe jetzt schon über 500 Punkte. Ich will wirklich nicht pushen, aber das wird schwierig für dich. Ja? Ja. Nice. Und ich bin unten am Ziel angekommen. Mit du Penner, Alter, Punkten. Ich wollte noch diesen Einblock holen. Egal, trotzdem 806 Punkte hatte ich, du hast 500. Alter, ja, okay, aber du hast auch viele. Du hast auch viele. Ja. Steinwürmer, Alter. Guck mal, der eine, der weiß wie es ist. Der schreibt Huso, Digga. Merkt ihr 500 Punkte, ich merke 806 Punkte. Nur wenn man eine Runde gewinnt, ist man direkt ein Hurensohn. Ich hasse diese Map, ne? Das ist die dümmste Map, die es gibt. Ich weiß nicht, warum Leute die wählen. Das ist so eine Map. Ich check das auch nicht. Das ist so mega unnötig, Alter. So lange warten, bis man irgendwie weitermachen kann. Das hat nichts mit Skill zu tun, einfach nur mit Abwarten und so, finde ich. Das ist die Waiter-Map.
Resistenz, nice. So, die Frage ist, soll ich jetzt Risiko eingehen, auch noch diesen Block nehmen? Ne, ich würde sagen, ich gehe einfach hier runter. So, wo gehe ich denn weiter? Packe ich das? Ich warte lieber noch, Alter. Hier ist einfach immer so warten, warten und warten. Ist echt so, Alter, wie so ein Aufzug. Halbes Herz. Wie so ein Aufzug. War kein guter Vergleich, oder? Ne, eigentlich nicht. Ah, schade. Was haben wir denn hier noch? Oh, okay. Oh, vielleicht werde ich ja der nächste Hurensohn. Mal schauen. Oh nein! Alter, du hast nur noch so wenig Blöcke. Dann gehe ich jetzt Risiko ein und sammle wenigstens noch einen Coinblock. Ein. Nice. Und I'm becoming the next Hurensohn. Oh shit, wie viel hast du jetzt? Ich hab jetzt 1038, ich hatte 500, also 500. Nein, das gemacht. Bin ich. Hä? 1008, vor Inspire bin ich. Jo, stimmt, dann hatte ich 400, sorry. Okay, 400, also 400 hast du dazu bekommen. 407 und ich hatte 238. Ja, okay, okay, dann hast du jetzt die Runde gewonnen. Okay, 1-1, okay. Jetzt ist es ja mega spannend. Jetzt entscheidet die letzte Runde, Pat. Jetzt müssen wir uns nochmal anstrengen. 1038 hatte ich, merk dir, ne? 1038, ich weiß nicht, was du hattest. Hätte 500 Grad. Achso, jetzt habe ich. Nein! Ich bin gestorben! Gehabt. Okay, das ist für mich gut. Nein. Nein! Oh Mann, es ist so nervig, wenn der Block nicht gewertet wird, wenn du eigentlich schon drauf warst. Achso, wenn du so schnell runtergehst. Ja, es bleibt. Ja, du musst halt ein paar Sekunden warten. Alter, ich werde wieder ich auch schon oft genug. Als ob. Und hau rein. Nein! Ich hatte 1038 oder so, jetzt habe ich 150 Grad mal mehr. Ich hab du? 380? Nee, doch 83. Alter, da hast du ja gewonnen diesmal sogar, Pat. Egal, jetzt kommen wir mal PvP. Wir haben ungefähr gleich viele Punkte, ne? Ja. Jetzt geht's darum, diesmal, wer, Alter, wir sind wer besser einkauft. Ja, ich glaube, ich bin der IKEA-Experte, da hast du keine Chance. Alles klar, Pat. Ich habe so viel Erfahrung, ne? Übrigens, Leute, der Raffling ist in der Beschreibung von ihm. Jetzt klickt da mal drauf. Warte, Gosh. Hä, warte mal. Ich bin doch hier auf Stufe 3 gegangen. Da passt irgendwas nicht, Alter. Mann, ich habe wieder so verkackt hier beim Enchanten, ne? Weil Enchantment hat einfach nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Wolltest du jetzt einen Namen? Hä? Oh Mann, Alter, komm. Als ob das gleich vorbei ist! Erzähl mir keinen Scheiß! Schnell, 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 schnell! Alter, ich hab so schlecht, Alter, eingekauft, ne? Ich auch, aber richtig. Ich hätte mir eigentlich was viel Besseres rausholen. Ich hab auch richtig schlecht eingekauft. Oh man, yo, Alter. Alter, was hab ich denn für eine Scheiße gemacht? Junge, anderthalb Minuten gehen dann so schnell um, ne? Ist so echt schnell. So, besonders ich hab erstmal das Jump'n'Run noch fertig gemacht. Was? Ja. Nice, hier ist eine AFK gewesen. Ich hab seine ganzen Sachen bekommen. Sehr nice. Leute, vor allem, er hat sich erstmal auf komplette Lederrüstung enchanted. War auf jeden Fall nötig. So. Oh, aber ich habe zwei Goldäpfel durch ihn bekommen. Das ist wunderbar, Pat. Da ist schon der nächste Gegner, der hat eine Angel, sehe ich gerade. User in your channel timed out. LOL! Was ist mit Crafting Pad passiert? Alles klar, Jungs, ne? Das war's dann auch von mir. Haut rein. Alter, ist dein Internet einfach weggegangen? Ja, ich bin jetzt gegen ein LAN-Kabel gekommen, weil ich habe ja mein PC jetzt umgestellt. Jetzt wirklich? Ja. Du bist gegen dein LAN-Kabel gekommen. Ja, das ist doch voll locker. LOL! What? Weißt du, wie ich gestorben bin? Wie? Ich bin zwei, locker 30 Blöcke in die Luft geportet worden. Mit einer Angel. Ernsthaft? Wie geht denn das? Also, ne, das ist der Fischer-Trick. Ich glaube, ich habe ihn noch nie verraten. Und zwar der Fischer-Trick, ne, funktioniert folgendermaßen. Du bist im Boot, holst eine Angel raus und angelst dann einen Typen wie einen Fisch, weißt du? Dann ziehst du so fest dran, als würdest du denken, das ist ein fetter Hai, weißt du? Dann ziehst du ihn hoch und dann bam, in die Luft mit dir, falsch an und bist down. Hä? Wie? Der muss da oben gestanden haben und muss mich mit der Angel locker getroffen irgendwie auf dem Haus oder sowas, weißt du? Auf dieser Brücke. Hoch mit dir. Ja, genau, lol. genau. Ich bin so hoch geflogen, ne? Junge, Alter, abgehoben, krass. Bisschen geht nicht mehr, der Beats. Okay, Leute, war eine lustige Challenge. Vor allem dann noch die Fails am Ende. Pat geht gegen sein LAN-Kabel. Ja, ohne Scheiß. Und ich werde mit einer Angel einfach 30 Blöcke in die Luft geportet. Ich gebe es zu. Ich wollte dich eigentlich nur gewinnen lassen. Ja! Ist klar, Leute. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns um 20.30 Uhr später beim zweiten Video wieder. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr schaut später vorbei. Abonniert mich. Und abonniert Crafting Pad. Ciao, euer Beats. Euer Beats.